ist der Weltflüchtlingstag. Vor nicht einmal 2 Wochen ist ein verheerender Bombenanschlag passiert in Kabul, in der afghanischen Hauptstadt. Und am selben Tag ist ein Frontex-Sammel-Schubhaftflieger nach Kabul gestartet. Unter anderem 17 Menschen aus Afghanistan, die in Österreich Schutz und Asyl angesucht haben. Am selben Tag wurden diese 17 Menschen bzw. noch mehr Menschen aus Afghanistan in jene Stadt gebracht, wo bei einem einzigen Bombenanschlag 150 Menschen getötet wurden. Das allein beweist, dass Afghanistan nicht sicher ist. Und die Genfer Flüchtlingskonvention sagt zu Recht, dass in Länder, wo unmenschliche Behandlung, Folter oder Tod droht, nicht abgeschoben werden darf. Das nennt sich Refoulementschutz. Und dieser Refoulementschutz wird derzeit von unserem Innenminister, von unserer Bundesregierung in Österreich leider nicht eingehalten. Es wird behauptet, es gäbe eine sogenannte Einzelfallprüfung. Und diese sogenannte Einzelfallprüfung hat es ja auch an dem Tag gegeben, wo es den verheerenden Bombenanschlag gegeben hat. Also gibt es keine Einzelfallprüfung. Daher sind wir mehr denn je am Weltflüchtlingstag dafür, dass Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt werden müssen. Dass Menschen nicht in Länder abgeschoben werden dürfen, wo ihnen unmenschliche Behandlung oder Tod droht. Menschenwürde und Menschenrechte sind unteilbar. Und wir stehen ein für Flüchtlinge, für Menschenrechte und für die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention. In diesem Sinne danke für deine und eure Unterstützung. Gemeinsam sind wir stark.